Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch das Backen von Spitzbubenplätzchen. Und hier sind die Zutaten. 500 Gramm Mehl, 300 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, 2 Eigelb, eine Messerspitze Backpulver und ein Päckchen Vanillezucker. Außerdem Johannisbeermarmelade und Puderzucker. Durchgesiebtes Mehl mit anderen Zutaten in eine Schüssel geben und durchkneten. Mit Frischhaltefolie wickeln und eine halbe Stunde kalt stellen. Ein wenig Mehl auf das Backpapier streuen, damit die Masse nicht darauf klebt. Die Plätzchenmasse stückweise nach und nach wie folgt verarbeiten. Die Masse dünn ausrollen. Die Plätzchen mit 6 cm breiter, runder Form ausstechen. Eine Hälfte normaler runder Form und die andere Hälfte mit Smiley-Form ausstechen. Bei Ober- und Unterhitze mit 160 Grad 17 bis 19 Minuten backen. Abkühlen lassen. Untere Scheiben mit etwas Marmelade bestreichen. Die Smiley-Scheiben darauf legen. Mit Puderzucker bestreuen. Die Marmelade in eine Tüte geben. Die Tütenspitze abschneiden und die Augen und den Mund auffüllen. Fertig sind die Spitzbubenplätzchen. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr besucht mich bald mal wieder. Servus so lange.